Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Guide-Video zu Lost Ark. Mein Name ist Pyron und ich erkläre euch heute, wie ihr den Titel wahrscheinlich schon gelesen habt, was für verschiedene Transportmöglichkeiten es gibt in diesem Spiel. Unter Transportmöglichkeiten versteht man zum einen die Teleportationsmöglichkeiten, die Schnellreisemöglichkeiten, die Selbstbewegungsmöglichkeiten, also die Dinge, die ihr selber steuern könnt. Und ja, das ist im Grunde alles so, was es gibt. Ihr habt die Möglichkeit, zum einen ganz normal zu laufen. Huhu, nice. Ihr habt die Möglichkeit, verschiedene Mounts zu bekommen. Wenn ihr Alt-V drückt, könnt ihr euer Mount-Menü öffnen, ja. All diese Mounts, die ihr hier gerade seht, habe ich alle aus der Story, entweder aus dem Adventure-Book oder for free aus einem Battle-Pass bekommen. Wenn ihr mit mehreren Charakteren die Story durchspielt, könnt ihr verschiedene Farben der einzelnen Mounts nehmen und dadurch alle Mounts sammeln. Ich habe zum Beispiel alle Marienkäfer, die man bekommt in Tortoise. Ich habe alle Pferde, die man am Anfang bekommt. So, so, das sind die Mounts. Ja, die Mounts sind eure Standard-Fortbewegungsmittel. Ihr habt die Möglichkeit, dadurch sehr, sehr schnell von A nach B zu kommen. Die meisten Mounts haben kaum einen Unterschied, was Geschwindigkeit angeht. Also normaler Movement Speed ist bei den Mounts relativ identisch, ja. Egal was für eine Rarität die haben. Relativ identisch meine ich, ein blaues Mount hat zum Beispiel einen Movement Speed von 420 und ein Legendary Mount hat einen Movement Speed von 450. Der Unterschied ist aber nicht wirklich ersichtlich. So, der einzige große Unterschied ist meistens, dass du irgendwelche Zusatzfähigkeiten hast bei höhergradigen Mounts, ja. Ich kann halt irgendwie ein bisschen Spaß haben, so, okay, cool. Und der Jump ist halt absolut crazy. So, ich habe jetzt zum Beispiel, ich stehe oben an der Spitze, ja, ich springe jetzt runter, der Jump ist halt gigantisch. Ich komme fast bis zum hinteren Ende, ja. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mein Mount switche auf das grüne Mount, das Standard-Mount, was man bekommt aus Shushire, dann werdet ihr ganz schnell erkennen, dass ich da niemals dran komme mit dem Jump, so. So, das war's. Mehr kriegst du da nicht hin. So, dasselbe wirst du auch haben. Es gibt einmal diese Jump-Funktion bei diesen Mounts, ja, die Jump-Möglichkeit. Und dann gibt es noch einmal die Charge-Möglichkeit. Ihr habt zum Beispiel, ich habe den Dino, den bekommt man aus Bern, wenn man da ein bisschen was ab... Der hat keine Möglichkeit mit Leertaste, wie ihr hören könnt. Der chargt nicht, ja. Der hat einen ganz normalen Charge. Da lauft ihr dann kurzzeitig etwas schneller für eine bestimmte Zeit. So, und bei einem Legendary Mount wird diese Zeit wahrscheinlich so um 0,5 Sekunden länger sein oder um eine Sekunde vielleicht, wenn ihr Glück habt. So. Das zu den Mounts, ja, das sind die Mounts, die ihr habt. Dann habt ihr die Möglichkeit noch diese Tripods, die Portal-Plattform zu nutzen. Zu denen könnt ihr überall auf der Map, aber nur auf demselben Kontinent teleportieren. Das heißt, ich könnte zum Beispiel jetzt hierhin teleportieren, ja. Oder ich könnte auf demselben Kontinent, weil es derselbe Kontinent ist, ich könnte nach Artemis direkt am Anfang hin teleportieren, gar kein Problem. Aber ich habe nicht die Möglichkeit, zum Beispiel nach Nordbern zu teleportieren, irgendwo hierhin oder so. Das funktioniert nicht. Und das, obwohl ich die frei habe, die sind ausgegraut, weil wir zu weit weg sind. Ja? Diese Möglichkeit habt ihr noch. Bei dem Teleportieren zahlt ihr grundsätzlich Silber für. Es sei denn, ihr habt die Kristallaura, dann müsst ihr kein Silber für zahlen. Dann habt ihr als zusätzliche Möglichkeit eure Schiffe. Diese funktionieren, also ihr habt zweierlei Möglichkeiten, mit den Schiffen zu reisen. Wenn ihr auf den jeweiligen Kontinenten schon wart, ja, werden die zwischengespeichert, ohne dass ihr irgendwas macht. Und ihr habt die Möglichkeit, bei dem Embark Ocean Liner auf die jeweiligen Kontinente zu reisen. Die sind immer aktiv, auch wenn da so eine Leiste runtergeht, die sind immer aktiv, ja. Das heißt, egal wo ihr hingeht, ihr könnt da hinreisen. Mit dem Beatrice Blessing, auf dem russischen Server bezahlen wir gar nichts. Normalerweise würde ich pro Reise 11.000 zahlen oder 5.000 oder 7.600. Und je nachdem, wo wir hin möchten, je weiter es weg ist, desto teurer wird es, ja. Wenn wir aber auf dem europäischen Server spielen, wird die Kristallaura das nur halbieren. Das heißt, ich würde anstatt 11.000 würde ich 5.500 nur zahlen. Und anstatt 5.500 würde ich 2.750 zahlen, ja. Damit ihr Bescheid wisst. Und das ist dasselbe, ihr könnt einfach auf Boarding klicken, ja, ihr werdet geportet.
Und dann läuft eine Zeit runter. Ihr habt die Möglichkeit sogar noch zu sagen, nee, ich will doch hier bleiben. Und dann gehen wir wieder raus, ja. Ihr könnt von Kontinent zu Kontinent reisen. Und dann habt ihr noch die Möglichkeit, das ist das einmal. Das ist eine Schnellreisefunktion, kann man so gesehen sagen. Und ihr habt die Möglichkeit, entweder über die Map, Bifrost to Ship, ja, direkt zu eurem Schiff zu kommen, oder über so ein Symbol zu eurem Schiff zu kommen. Mit eurem Schiff könnt ihr über die Weltmeere tuckern. Das müsst ihr auch hin und wieder machen. Also, ihr kommt nicht dran vorbei. Ihr müsst mit dem Schiff fahren. Warte mal, warum habe ich ihn da? Ich wollte gerade sagen, warum ist mein Skin nicht installiert? So, ihr habt verschiedene Schiffe, ja, mit denen ihr reisen könnt. Ich empfehle ganz klar, zu Beginn euer S-Dock zu nehmen, weil das am ausgeglichensten ist von den Stats her. Bei den anderen hast du mehr so, die sind alle relativ low und da ist das zum Beispiel sehr, sehr gut. Oder bei dem ist das halt sehr, sehr gut und die sind alle relativ low, ja. Aber S-Talk ist relativ ausgeglichen. Alles so über 20 und so, weil ich jetzt gerade auf Level 7 bin, ja. Ihr habt die Möglichkeit mit eurem Schiff zu tuckern, ganz normal. Ihr mit Linksklick könnt ihr oder mit Rechtsklick, je nachdem, was eure Bewegung ist, könnt ihr euch bewegen. Es füllt sich ein Charge auf. Wenn das komplett aufgefüllt ist, habt ihr die Möglichkeit, mit der Leertaste schneller zu schwimmen oder schneller voranzuschreiten. Absolut easy. Ihr habt die Möglichkeit, ein Auto-Route-System zu nutzen. Ihr drückt T, dann fährt das Schiff automatisch in die Richtung, wo ihr gerade hinsteuert, ja. Oder ihr habt die Möglichkeit nochmal eine Insel genau anzuwählen. Wir sagen jetzt, ich möchte nach Tortoise. Ich halte Alt gedrückt, ja. Dann ändert sich meine Maus zu einem, so ein, zu einem oh, wie heißt denn das nochmal? Zu einem Ruder. Nee, wie heißt es? Ja, auf jeden Fall zu dem Dingens, Lenkdingens so. Und dann könnt ihr mit Linksklick das anwählen und er fährt direkt dorthin, wenn ihr die Möglichkeit habt, dorthin zu fahren. Hier könnt ihr abbrechen, ihr könnt sogar Zwischenpunkte setzen. Ihr wollt erst nach dahin, dann wollt ihr hierhin, dann hierhin und wieder zurück und dann macht er das. Zwischenpunkte könnt ihr aussetzen. Mit die Kleinen könnt ihr die Kleinen, dann hört er damit auf. Wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, ihr müsst kurz AFK, ihr wollt jetzt nicht in so ein Wasser, dann könnt ihr T drücken, dann stoppt er. Der stoppt das Auto-Routing. Wenn ihr T wieder aktiviert, dann fährt er wieder dorthin. Ja? Die Möglichkeit habt ihr auch. Das wird einer der eurer meistgenutzten Fortbewegungsmittel sein, sobald ihr das erste Gebiet abgeschlossen habt, weil ihr von Insel zu Insel tuckern müsst. Es ist halt einfach so. Und es gehört dazu. Und ihr habt hier super viele kleine Inseln, die ihr abschließen könnt, die jeweils irgendwelche bestimmten Gimmicks haben, die immer wieder anders aussehen, was sehr, sehr cool ist. Und da kommt ihr dann ganz easy hin, indem ihr Alt gedrückt haltet und dorthin fahrt. Ja, die Möglichkeit habt ihr. Ich glaube, das sind alle Reisemöglichkeiten. Ne, genau, es gibt noch eine Reisemöglichkeit. Ich fahre mal wieder zurück, damit ich euch zeigen kann. Ah ne, das geht auch von hier aus. Ihr habt Bifrost-Punkte. Ein Bifrost-Book, ja. Dort bekommt ihr, standardmäßig habt ihr, glaube ich, eins frei. Dann bekommt ihr noch ab einem gewissen Punkt den zweiten frei. Und ihr bekommt irgendwann solche Keys, womit ihr noch mehr freischaltet. Wo es die Keys hergibt, keine Ahnung. Durch Seekermarks habt ihr die Möglichkeit, diese Keys zu bekommen. Seekermarks sind nach Abschluss des Adventure Books erhältlich. Ja? Das hier sind Seekermarks. Wenn ihr etwas auf 100% bringt im Adventure Book, bekommt ihr Seekermarks. So. Mit Bifrost-Punkten könnt ihr egal wo, auf egal welcher Map, wenn ihr da einen Spawn-Point setzt, ja, ihr Safety-Location zum Beispiel hier, ja, ich möchte diese Location safen, drücke ja, dann kann ich mich immer, egal zu welcher Zeit, hierhin teleportieren. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte nach Peyton Rotwater, weil ich da gerne farme und mir da einen Spot gesetzt habe, ich klicke auf Teleport, das kostet mich 1000 und er portet mich egal von wo dorthin. Es startet eine Cooldown, die man aber mit blauen Kristallen resetten kann. Also kein Problem. Ihr könnt immer und immer wieder porten, wenn ihr möchtet und wenn ihr genug Ressourcen habt. So, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt genau dahin, wo ich den Spot gesetzt habe für mich, ja. Ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich nochmal teleportieren möchte, drücke ich auf nochmal Teleport. Beziehungsweise. Muss kurz warten. So, dann drücke ich nochmal auf Teleport. Dann fragt er mich, willst du wirklich resetten? Ich sage ja, 20 Punkte resettet und boom, ich bin wieder hier. So. Die 2 Stunden sind nur, wenn ihr keine blauen Kristalle ausgeben wollt. Jetzt habe ich meine letzten blauen Kristalle verschwendet. Aber egal. Ich hoffe, der Punkt ist klar. Ihr könnt egal wo auf der Map einen Spawn Point setzen.
Ja. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich will in Bern einen meiner Spawn-Points haben. So. Ich setze Song of Return erstmal ein. Ja. Weil ich ganz oft in Bern bin, Benry Forest oder so, da bin ich so, so häufig, dass ich da einen Spawnpoint haben möchte, weil ich da immer farme. Ich bin da immer, wirklich jeden Tag gefühlt. Da macht es Sinn, einen Spawnpoint zu machen. Oder wenn ich eine bestimmte Sidequest mache oder eine bestimmte Daily Quest, und da, die werde ich immer machen, weil die gut ist, so, weil ich da Bock drauf habe, dann kann ich da einen Spawnpoint setzen und mich immer dorthin teleportieren. So. Das sind die Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten haben wir nochmal? Wir laufen ganz normal mit der jeweiligen Maustaste. Wir haben die Möglichkeit, auch während wir die jeweilige Maustaste drücken oder nicht drücken, mit T, ja, den Auto-Move zu enablen. Das heißt, wenn ihr ganz lange in eine Richtung müsst, könnt ihr einfach T drücken und könnt dann mit euren Händen machen, was ihr wollt. Aber nichts Schweinisches, bitte. Ihr habt die Möglichkeit, mit eurem Mount zu reiten, was ihr erhalten habt, durch die Story oder durchs Cash House oder so. Dann habt ihr die Möglichkeit mit den Teleport-Dingern, also mit diesen Dingern hier, mit den Plattformen, euch fortzubewegen. Ihr habt die Möglichkeit, eure Schiffe zu nutzen. Ihr habt die Möglichkeit, über eure Map auf euer Schiff direkt zu kommen. Ja? Ihr habt die Möglichkeit, mit den jeweiligen Schiffen von Kontinent zu schiffern, als Transportmöglichkeit, ohne selber zu fahren. Oder ihr fahrt mit eurem Schiff selber. Und ihr habt die Bifrost-Möglichkeit, wo ihr egal wo auf der Map hin könnt, wenn ihr eine Location gesaved habt. So. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Zu den Schiffen gibt es noch einen kleinen Punkt zu sagen. Die Leute fragen mich, wie man diese Schiffe upgradet und wofür man das macht und ob sich das lohnt. Ja, zuallererst ja, es lohnt sich. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel eure S-Stock habt, ja, eure Max-Geschwindigkeit wird nicht bei 28 Knoten sein, so viel kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wenn die auf Level 1 ist, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr Y drückt, euer Schiff abzugraden. Wenn ihr auf Upgrade geht, seht ihr verschiedene Materialien, die ihr braucht. Ja, ich brauche jetzt auf Level 8 bestimmte Dinge. Wo bekomme ich diese Dinge her? Ihr braucht dafür Pirate Coins, Givenna Coins. Das sind so Coins, die ihr aus verschiedenen Bereichen bekommt. Beziehungsweise, wir machen es so. Ich mache dazu ein extra Video, weil es doch ausführlicher ist, als ich dachte. Wir halten die Videos so ein bisschen kürzer. Ich hoffe. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und wenn irgendwelche Fragen noch sind, ab unten in die Kommentare. Ich verlinke euch auch in den Kommentaren das Video zu den Schiffen, ja, das ich jetzt gleich aufnehmen werde. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Haut da rein. Viel Spaß noch.